Chao Chiang, ich sehe, dass Sie in Ihrem Glauben an Gott sehr fromm sind. Ich bewundere Sie. Ich wüsste gern mehr über diese Glaubenssache, daher habe ich Pastor Feng hierher eingeladen. Er glaubt seit seiner Kindheit an Gott, hat Theologie studiert und mehr als 20 Jahre als Pastor gearbeitet. Ihr seid beide Gläubige. Ihr solltet euch verstehen. Ihr könntet doch zusammen erkunden, was ein richtiger und realisierbarer Weg ist, an Gott zu glauben. Schwester Chiang, Präsident Chuan sagte, Sie sind sehr stark im Glauben. Man kann das sehen. Für diesen starken Glauben ertragen Sie Verfolgung, Gefängnis und Folter und haben Gott nicht verleugnet. Das ist bewundernswert. Und doch, Sie tun mir auch leid. Welchen Sinn hat es, solches Leid zu ertragen? Jeder Mann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung. Die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Sie glauben schon so viele Jahre an Gott. Sie sollten diese Bibelworte verstehen. Schließlich sind sie von Gott inspiriert. Ich denke, dass wir Gläubigen der Obrigkeit gehorchen sollten. Aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Pastor Feng, Sie legen Paulus' Worte offensichtlich anders aus. Anders, als wir sie verstehen. Seit ich glaube, werde ich von der KPCH verfolgt. Ich konnte Paulus' Worte, lass jede Seele den höheren Mächten unterworfen sein, nie verstehen. Ich glaube, Sie geben nicht wieder, was der Herr Jesus meinte. Weil der Herr Jesus nie irgendetwas darüber gesagt hat, höheren Mächten unterworfen zu sein. Auch der Heilige Geist hat das nicht. Glaube heißt, Gottes Worten zu gehorchen. Das Wort des Menschen ist nicht die Wahrheit und nicht Gottes Wort. Nach Jahren des Betens und Suchens sehe ich endlich, wie schlecht die KPCH ist, die sich Gott widersetzt. Wer der KPCH gehorcht, der verrät Gott. Wir alle wissen, dass die Partei atheistisch ist, Gott öffentlich leugnet und sich ihm von Anfang an widersetzt hat. Für sie sind Christentum und Katholizismus Sekten, die Bibel ein kultisches Buch, das sie sogar verbrennen. Sie verfolgt und verhaftet willkürlich Christen. Unzählige Christen sind jetzt Krüppel oder tot. So viele Familien wurden zerstört. Sogar im Ausland verfolgen sie uns. Finanzielle Anreize und politischer Druck. Sorgen für die Auslieferung geflohener Christen. Der Widerstand der KPCH gegen Gott ist so vielfältig, dass es abscheulich ist. Pastor Feng, will Gott, dass sein auserwähltes Volk einem so widernatürlichen und satanischen Regime gehorcht, das sich klar und unverhohlen gegen Gott wendet? Stehen wir nicht auf der Seite Satans, wenn wir der KPCH gehorchen? Weil die KPCH Gott widersteht, ihn verwünscht und lästert und uns am Glauben hindern will, ist sie Gottes Feind. Wenn wir der KPCH gehorchen, widerstehen und verraten wir da nicht Gott? Früher wurden viele Christen, weil sie den Herrn bezeugten und ihm folgten, zu Märtyrern gemacht. Und beugten sie sich Regierung und Macht? Soll ihr Martyrium als selbstverschuldete Strafe für den Widerstand gegen die herrschende Macht gelten? Hätte Paulus es gewagt, die Märtyrer des Herrn zu verurteilen? Das glaube ich nicht. Was war dann der Hintergrund für die Worte von Paulus? Vielleicht hat Paulus nicht erkannt, dass der größte Teil der Herrschenden Dämonen waren. Daher zweifle ich Paulus' Worte an. Ich hinterfrage auch Paulus' Wort, dass alle Schrift von Gott eingegeben sei. Weder der Herr Jesus noch der Heilige Geist haben das in der Bibel bezeugt. Deshalb denke ich, Paulus' Worte sind nicht göttlich. Daher akzeptiere ich sie nicht als die Wahrheit. Ich folge nur Gottes Wort und ich wähle den Weg, den es mir weist. Die Worte der Menschen, der Apostel, sind für mich nur eine Referenz, selbst wenn sie in der Bibel stehen. Ich folge diesen Worten nur, wenn sie
Gottes Wort entsprechen. Andernfalls akzeptiere ich sie nicht. Das ist mein Standpunkt. Schwester Chiang, Sie haben ein sehr reines Verständnis von der Bibel. Das hatte ich früher auch mal. Doch dann sah ich die schreckliche Wirklichkeit. Wenn Sie weiterhin an der Wahrheit festhalten, werden Sie verfolgt und gefährden Ihr Leben. Sie müssen wissen, dass die KPCH revolutionär ist. Wenn Sie nicht gehorchen, riskieren Sie den Tod. Sagen Sie mir, unter diesen Umständen, welcher Weg wäre der richtige? Wer so wie Sie die Folter erträgt und am Glauben derart festhält, der riskiert sein Leben. Wie glaubt man an den Herrn, wenn man das Leben verliert? Dieser Gedanke basiert auf langjähriger Erfahrung. Widersetzt man sich in China der Partei, erreicht man damit nichts. Der Herr ist barmherzig und gut. Er sieht unser Dilemma und er weiß, was zu tun ist. Und er verlangt nicht viel von uns. Der Herr will, dass wir ihn preisen. Wir sollten ihn nicht beschämen. Daher wählte ich die Dreiselbstkirche. Nur unter dem Schutz der Partei finden wir wahrhaft Frieden im Glauben. Euer Weg zu glauben führt nur zu Verfolgung und Festnahme. Ihr werdet sogar zu Märtyrern. Ist das der richtige Weg zu glauben? Glaube in China bedeutet die KPCH zu akzeptieren in der Dreiselbstkirche. Es gibt keinen anderen Ausweg. In dieser Kirche sind die Gläubigen genauso fromm und liebevoll. Ist dieser Glaube nicht auch wahrhaftig? Ihr Gläubigen des allmächtigen Gottes, bezeugt Gott, verbreitet das Evangelium und nehmt die Verfolgung in Kauf. Sogar im Gefängnis legt ihr noch Zeugnis für den Herrn ab und werdet nicht zu Judas. Ich finde das, ehrlich gesagt, sehr bewundernswert. Auf der anderen Seite, wonach suchen wir denn in unserem Glauben? Geht es nicht um eine glückliche Familie und ein friedliches Leben? Die Dreiselbstkirche ist vernünftig und patriotisch. Wir ehren Gott und helfen Menschen. Wir bedrohen weder die Regierung, noch verraten wir die Bibel. Wir können öffentlich den Herrn anbeten und müssen uns nicht in Angst verstecken. Die zwei Welten zu verbinden ist doch viel besser. Hören Sie, Ihre Qualifikation kann Ihnen eine große Zukunft in der Dreiselbstkirche sichern. Im Handumdrehen sind Sie Pastorin oder Mitglied der politischen Beraterkonferenz. Sie erreichen Ruhm und Reichtum. Dann können Sie in jeder beliebigen Kirche predigen, wo immer Sie wollen. Wäre das nicht 100-mal besser als die Führungsfigur, einer Untergrundkirche zu sein, die ihr Leben für Gott riskiert? Pastor Feng, es ist wirklich gefährlich für uns, an den Herrn zu glauben. Aber wenn wir Paulus' Worten folgen, der KPCH gehorchen und die Dreiselbstkirche wählen, geschieht uns zwar nichts, doch erlangen wir so auch Gottes Lob? Gelangen wir so noch ins Himmelreich? Ich glaube kaum. Der Herr Jesus sagt, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit. Und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng, und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Die Worte des Herrn sagen uns deutlich, dass uns die enge Pforte und der schmale Weg zum ewigen Leben führen. Der Herr sagte auch, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Halten wir uns an Paulus Wort und folgen der herrschenden Obrigkeit, ist das die enge Pforte oder der schmale Weg? Heißt das, wie der Herr das Kreuz zu tragen?
wenn wir als Gottesgläubige der Obrigkeit, der satanischen KPCH gehorchen, verraten wir dann nicht Gott und widersetzen uns ihm? Wer wird dann das Evangelium verbreiten, den Herrn bezeugen und ihm folgen? Erreichen wir so Gottes Lob und verfolgen das richtige Ziel? Die Dreiselbstkirche ist ein Gefäß des Glaubens, erfunden von der KPCH. Sie wird komplett von der Regierung kontrolliert. Es geht nicht um den reinen Glauben an die Bibel, Liebe und Gottesgehorsam. Ihr geht es um Patriotismus, Reichtum und den Nutzen für die Leute. Das genügt als Beweis, dass die Dreiselbstkirche eine falsche Kirche ist. Die Untergrundkirchen unterdrückt und ein Komplize der KPCH ist. Sie überwacht hauskirchliche Aktivitäten. Sie verbündet sich mit der KPCH, um die Brüder und Schwestern zu verfolgen, die das Evangelium verbreiten. Damit ist diese Allianz ein Instrument Satans. Pastor Feng, ich frage, wenn die Dreiselbstkirche der KPCH gehorcht, wem folgt sie dann eigentlich, Gott oder Satan? Lobt Gott Marionetten, die Satan folgen? Lässt Gott die Feiglinge ins Himmelreich, die würdelos unter Satans Herrschaft existieren? Jetzt ist der Herr Jesus wieder da, der fleischgewordene, allmächtige Gott. Tut sein Urteilswerk in den letzten Tagen. Er reinigt, er errettet und vervollkommnet den Menschen und bringt ihn in sein Königreich. Gottes Werk der letzten Tage stellt alle Gläubigen vor eine große Prüfung, die zeigen wird, wohin sie gehören, wie es der Herr Jesus prophezeit hat. Aber gleich wie es zur Zeit Noahs war, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohns. Dann werden zwei auf dem Felde sein. Einer wird angenommen und der andere wird verlassen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle. Eine wird angenommen und die andere wird verlassen werden. Die Erscheinung des allmächtigen Gottes hat die Wesensart der Menschen gezeigt. Der Weizen und das Unkraut. Gute Gläubige, schlechte Gläubige. Die Wahrheit lieben, die Wahrheit hassen. Alle werden durch das Werk der letzten Tage offenbart. Es ist jetzt an der Zeit, Ziele und Taten der Menschen zu bestimmen. Wenn der Mensch aus Angst vor Verfolgung durch die KPCH ein unwürdiges Dasein führt, ohne das Werk des allmächtigen Gottes zu akzeptieren, was wird dann das Ergebnis sein? Wer könnte so das Lob des Herrn erwirken? Pastor Feng, ich wüsste gerne, wie Sie es empfangen haben. Wenn ich euch so zuhöre, ist diese Angelegenheit recht tiefgründig. Ich muss das wirklich gründlich untersuchen. Eins weiß ich aber gewiss. Pastor Feng lehrt die Bibel seit vielen Jahren. Er kennt sich damit aus. Chao Chiang, stimmen Sie mir dazu? Sie sehen, Pastor Feng ist ganz schlicht. Seine Reden sind so bescheiden. Das ist doch Frömmigkeit, nach Ihren Worten. Sie sollten von Pastor Feng lernen und ihn besser fragen, wenn Sie etwas nicht verstehen. Pastor Feng kann Sie definitiv auf den richtigen Glaubensweg führen. Sie sollten hierbei auf ihn hören. Schwester Chiang, Sie wissen schon recht viel vom richtigen Weg. Er stimmt mit dem Wort des Herrn Jesus unbedingt überein, ohne Frage. Aber eben sagten Sie, dass der Herr Jesus zurückgekehrt sei, als der fleischgewordene, allmächtige Gott. Und das verstehe ich nicht. Sie wissen auch, dass die Partei euch in den letzten Jahren verurteilt, unterdrückt und verhaftet hat. Die Ältesten und Pastoren verurteilen den östlichen Blitz. Wenn der allmächtige Gott der Herr Jesus ist, ist der Widerstand der Partei unvermeidbar. Aber warum kam es zum Widerstand der religiösen Gemeinschaft? Wenn der Herr zurückgekehrt ist, hätte er zuerst den religiösen Ältesten erscheinen müssen, damit sie als erstes entrückt würden. Doch das fand nicht statt. Nicht nur die Partei verurteilt den östlichen Blitz. Nein, auch die meisten Pastoren und Ältesten der religiösen Gemeinschaft widerstehen ihm. Was ist das Problem? Wo liegt die Erklärung dafür? Pastor Feng, Sie hinterfragen Gottes Erscheinung und Werk in den letzten Tagen. Und zwar
weil viele Pastoren und Ältesten ihn anzweifeln. Das ist normal. Als der Herr Jesus zu seinem Werk erschien, verurteilte ihn nicht nur die römische Diktatur, sondern sogar stärker noch das Judentum. Heißt das aber, dass er nicht die Erscheinung Gottes war? Sind Sie sicher, dass alles, was die Pastoren und Ältesten verurteilen, der falsche Weg ist? Wenn Sie ausschließen, dass jemand Gottes Erscheinung ist, weil ihn die Ältesten verurteilen, dann frage ich Sie, war Jesus etwa nicht Gottes Erscheinung? Waren Jesus Wort und Werk nicht die Erscheinung und das Werk Gottes? Da nun Jesus von den Juden so verurteilt wurde, worauf basiert Ihr Glaube an Jesus? Pastor Feng, Sie kennen sich aus mit der Bibel. Ich frage, warum verfluchte Jesus die Pharisäer? Und für wen stehen die Pharisäer? Waren sie Leiter der religiösen Gemeinschaft? Im Buch der Offenbarung wird deren Zerstörung prophezeit. Was bedeutet das? Die religiösen Leiter leisten Gott Widerstand. Sie lehnen Christus ab, widersetzen sich ihm und handeln gegen Gott. Ist das nicht eine Tatsache? Wieso sind sie alle so vom Heiligen Geist verlassen worden? Und das beweist doch, Gott hasst und verflucht die religiöse Gemeinschaft. Gott möchte, dass sein erwähltes Volk wirklich zu ihm kommt, die Stadt Babylon und die Religion verlässt. Das ist Gottes Wille. Wenn Sie das nicht glauben, lesen Sie die Prophezeiung der Offenbarung, wie der Herr Jesus die Pharisäer verfluchte, und dann verstehen Sie es. Er hat die Pharisäer verflucht. Das stimmt. Die Offenbarung prophezeit, dass Babylon untergehen werde. Das weiß ich alles. Dennoch, Schwester Chang, Sie bezeugen, der Allmächtige sei der Herr Jesus. Wiedergekehrt, um sein Urteilswerk zu tun. Steht das in der Bibel? Die an den Herrn glauben, wissen, der Herr Jesus steigt für alle sichtbar aus den Wolken herab als geistlicher Körper. Bis heute sah niemand den Herrn Jesus auf einer Wolke. Also bin ich sicher, der Herr ist bisher noch fern. Schwester Chang, ich verstehe das nicht. Wieso bezeugen Sie, dass der allmächtige Gott der wiedergekehrte Herr Jesus sei? Wie wollen Sie wissen, dass Gott als Menschensohn Fleisch wird, um in den letzten Tagen sein Werk zu tun? Erklären Sie das bitte. Pastor Feng, Sie lehren andere daraus. Sie kennen die Bibel am besten. Aber mein Glaube an den allmächtigen Gott basiert auf Studien und Untersuchungen. Ich habe den allmächtigen Gott studiert. Seine Worte sind wahr. Sie enthüllen alle Geheimnisse in der Bibel. Ich bin sicher, es ist Gottes Stimme, die dadurch ihn spricht. Dass ich den allmächtigen Gott anerkenne, begründet sich auf Jesu Prophezeiung. Denn wie der Blitz oben vom Himmel blitzt und leuchtet über alles, was unter dem Himmel ist, also wird es Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Der Herr Jesus prophezeite die Ankunft des Menschensohns und er sagte, zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Darin wird offenbar, dass der Herr Jesus in den letzten Tagen ins Fleisch zurückkehrt und weiter zu den Menschen spricht. Wer Gottes Stimme hört, heißt ihn willkommen. Die Erscheinung und das Werk des allmächtigen Gottes erfüllen die Prophezeiungen des Herrn Jesus. Und darin heißt es, dass er als Menschensohn zurückkehren wird. Und damit meinte er eine Person menschlicher Geburt, mit normaler Menschlichkeit. Und genau das ist die Fleischwerdung. Der geistliche Körper des wiederauferstandenen Herrn Jesus kann nicht der Menschensohn sein. Denn dann könnte er durch Wände gehen, erscheinen und wieder verschwinden.
Räumliche Grenzen kennt er nicht. Er ist nicht von normaler Menschlichkeit. Pastor Feng, ich habe damit doch recht. Weil der Herr im Fleisch als Menschensohn wiedergekehrt ist. Genau wie damals der Herr Jesus, der als gewöhnlicher, normaler Mensch erschien, verurteilen die Menschen ihn, widerstehen ihm und erkennen nicht, dass er Gott ist. Kehrte der Herr auf Wolken zurück, wäre das sehr eindrucksvoll. Die Leute fielen alle auf die Knie. Wie würde der Herr jedoch viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht? Wären die Prophezeiungen des Herrn Jesus dann nicht verfehlt? Also, ist unbestreitbar, in den letzten Tagen kommt der Herr als Menschensohn wieder. Deuten Sie das anders, Pastor Feng? Ihre Deutung ist durchaus berechtigt und folgt der Bibel. Doch die Gabe zum Ausdruck der Wahrheit ist nicht gleichzusetzen mit dem Werk Gottes. Könnte nicht jeder die Wahrheit ausdrücken, dem sich Gott offenbart hat? Sind denn die Propheten Gottes Erscheinung, weil sie sein Wort auszudrücken vermögen? Schwester Chang, Sie müssen vorsichtiger sein in Ihrer Akzeptanz von Gottes Erscheinung und Werk. Denn in der Bibel steht, so als dann, jemand wird euch sagen, siehe, hier ist Christus oder er ist da. So sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, das verführt werden in dem Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Das Wort des Herrn sagt sehr deutlich, falsche Christi werden in den letzten Tagen kommen. Daher können wir nicht einfach jedem glauben, der den fleischgewordenen Herrn bezeugt. Das verstehen Sie doch. Können Sie garantieren, dass Sie nicht betrogen wurden? Pastor Feng, ich entnehme Ihren Worten, dass Sie Betrug vermeiden wollen. Sie wagen Gottes Wort in den letzten Tagen nicht anzunehmen. Als ich den wahren Weg studierte, rieten mir viele, vorsichtig zu sein. Sie ließen mich lesen, was Sie gerade zitierten. Doch diese Stelle rät uns nur, vorsichtig zu sein, um Betrug zu vermeiden. Die Wiederkunft des Herrn als Menschensohn im Fleisch wird dadurch nicht angefochten. Sie ist kein Beweis dafür, dass Christus in den letzten Tagen nicht erscheint. Denn der Herr Jesus sagte deutlich, ich komme bald. Wenn wir diese Passage so deuten, dass Christus nicht in den letzten Tagen erscheint, sondern nur falsche Christi und Propheten, dann wäre das ein Fehler. Pastor Feng, Sie sollen auch wissen, dass, bevor und nachdem Gott zu seinem Werk in den letzten Tagen erschien, falsche Propheten und Christi erschienen sind, um die Leute zu täuschen. Wie können wir unter diesen Umständen feststellen, was Gottes Erscheinung und Werk ist? Wie entlarven wir Betrüger? Die Worte des Herrn Jesus sind da sehr deutlich. Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Zur Mitternacht aber ward ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Gehet aus, ihm entgegen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und so versichert uns das Wort des Herrn, dass er sich in den letzten Tagen noch äußert. Die seine Stimme hören, heißen ihn willkommen. Also, wer Gott erkennen möchte, der sollte genau auf seine Stimme hören. Das Buch der Offenbarung prophezeit. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Um Gottes Erscheinung zu finden, muss man die Worte des Heiligen Geistes an die Kirchen suchen. Wenn wir eine Kirche finden, in der der Heilige Geist spricht, dann finden wir die Erscheinung und das Werk Gottes. Der allmächtige Gott sagt, nachdem wir also nach den Fußspuren Gottes suchen, müssen wir nach Gottes Willen suchen, nach den Worten Gottes, nach den Kundgebungen Gottes. Denn wo neue Worte Gottes sind, da ist die Stimme Gottes. Und wo die Fußspuren Gottes sind, da sind die Taten Gottes. Wo der Ausdruck Gottes ist, da ist die Erscheinung Gottes.
Und wo die Erscheinung Gottes ist, da existiert die Wahrheit, der Weg und das Leben. Als ich sah, dass in den Worten des allmächtigen Gottes die Wahrheit und die Stimme Gottes liegen, da akzeptierte ich ihn. Niemand als Gott hätte so viele Wahrheiten ausdrücken können. Das bewies doch, dass er die Erscheinung im Fleisch war. Denn die verdorbene Menschheit kennt die Wahrheit nicht. Sogar die alten Heiligen und die von Gott Geretteten konnten die Wahrheit nicht ausdrücken. Auch wenn wir die Bibel gut studieren, vermögen wir es nicht. Satan kann vielleicht Wunder tun, aber er kann die Wahrheit nicht ausdrücken. Auch wenn ein Prophet Gottes Wort spricht, so vermittelt er es nur. Die Worte, die er vermittelt, sind sehr begrenzt. Ohne Gottes Unterweisung wird er auch kein Prophet sein. Er selbst ist nicht im Besitz der Wahrheit und vollbringt Gottes Werk nicht. Er kann nur seine Pflicht als Mensch tun. Ihm muss bei der Suche nach der Erscheinung und dem Werk des Herrn klar sein, dass nur Christus die Wahrheit, der Weg und das Leben ist. Nur er drückt die Wahrheit aus und erscheint als wirkender Gott. Ganz gleich, welche Wunder er tut, er ist nicht die Erscheinung Gottes, wenn er nicht die Wahrheit ausdrücken kann. Ich habe über diese Wahrheiten nachgedacht und festgestellt, dass nur der allmächtige Gott die Erscheinung Gottes sein kann. Pastor Feng, ist dann meine Annahme etwas falsch? Nun, Pastor Feng, legen Sie uns Ihre Sicht dar. Schwester Chiang, Sie denken viel nach. Sie sind durchsetzungsfähig. Das sehe ich. Und nicht Unverstand hat Sie zum Glauben an den allmächtigen Gott verleitet. Sie sind noch nicht sehr lange gläubig. Dennoch ist Ihnen die Bibel sehr vertraut. Dafür bewundere ich Sie. Vielleicht drückt das Wort des allmächtigen Gottes wirklich die Wahrheit aus. Ich werde das Wort erscheint im Fleisch bei Gelegenheit lesen. Und das Werk des allmächtigen Gottes sorgfältig studieren. Präsident Chuan, das genügt wohl. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Hey, Pastor Feng!